Zuerst anmelden. Bildschirm. Fortsetzen. Taste. Ja, Hallöchen und herzlich willkommen. Was war das denn? Okay. Untertitel anzeigen. Ach. Schalter. Textzusprache. Schalter. Alter. Zeile 1 von 5. Untertitel Textzusprache. Dialogsprache. Ja. Deutsch, okay. Untertitel ans Fortsetzen. Gott, kann ich das ausmachen? Fortsetzen. Taste. Ja, kann ich. Oh. Sehr cool, dass es das gibt, aber hey, das möchte ich nicht, danke. So, und damit erstmal Hallöchen und herzlich willkommen zu einem vielleicht neuen Projekt auf meinem Kanal, und zwar handelt es sich hier um Minecraft Legends. So, jetzt wird sich der ein oder andere fragen, ja, warum spielst du nicht so Minecraft? Das liegt ganz einfach daran, weil dieses Spiel, ich bin irgendwie nicht auf den Hype-Trap gesprungen. Sagen wir es mal so, es ist ein schönes Spiel, ich habe es auch für mich alleine schon gespielt, aber ach, ich, ja, so jetzt Let's Plays oder Streams oder, ach nee, das kann ich nicht. Deswegen, aber ich denke mal, so Minecraft Legends ist ein bisschen anders. Und es kam am 18.04.2023 jetzt raus, das wäre sozusagen heute. Und weil mir das so spontan eingefallen ist, dachte ich mir, ich teste es mal an, ich probiere es mal. Und vielleicht mach mal daraus ein ganzes Let's Play. Aber jetzt erstmal. Psst. Eifer, Wissen, kommt mit mir. Das müssen wir gemeinsam bezeugen. Voraussicht? Du hast Angst. Wie wir alle. Nein. Ich bin nur traurig, dass es so weit gekommen ist. Fangen wir an? Hallo, Freund. Wir wollten dich nicht erschrecken.
Dein Mut und deine Kreativität inspirierten uns, deine Hilfe zu ersuchen. Unsere Welt wird angegriffen. Es wird verschlungen. Und es ist eine Bedrohung, die nur du verhindern kannst. Die Zeit drängt. Wirst du uns helfen? Vielen Dank. Jetzt tritt nach vorn, tapferer Held, und schließe dich uns an. Halte deinen Bauch fest. Das wird nur eine Sekunde dauern. Willkommen. Ich fürchte, wir müssen viel von dir verlangen. Wähle deinen Helden. So, wartet mal kurz. Das war jetzt ganz schön laut. Ich werde die Lautstärke mal ein bisschen dezimieren. Oh, meine Standard 25%. So. Und ich denke mal, das Ganze lässt sich auch mit Controller spielen. Keine Sorge, du kannst später den Helden ändern. Cool. So, das ist ja, den wir eben auch sogar im Intro gesehen haben. Möchte ich aber nicht sein. Gibt es hier nicht irgendwo einen coolen Dude oder so? Ja, naja. Okay. Ja, naja. Gibt's hier noch mehr? Nee, leider nicht. Huch, warte, nein! Ah! Ach, danke. Ich war noch nicht fertig. Reiterskin? Käfer, Vogel? Tiger? Okay. Ich bin schon ein bisschen gespannt, was da auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ich will so spielen. Ist das hier einmal männlich, einmal weiblich? Aber die sehen alle so weiblich aus. Ach, ich nehme jetzt ihn oder sie. Könnte das gerade schlecht sagen. So, verlorene Legi, jeden Monat neue Abenteuer. Okay. Versus-Modus, Kämpfe gegen andere Spieler? Nein, wir machen die Kampagne. Oh, neue Geschichte, natürlich. Freunde, die online sind? Okay. Verteidigungsanlagen allein sind nicht alles. Okay. Vergessen wir mal, wann und eine Reihe oder so. Tutorial findest du mehr Infos dazu, okay. Och, dieser Stuhl, ich hasse diesen Stuhl, er knarzt. Ja. Sind dir die Runs mit ihren Flammenstäben zu heiß? Versuche sie mit etwas weniger Brennbaren zu bekämpfen. Okay. Zu viele Kreaturen hat Nita Distributoren verloren. Überprüfe, ob die Basis ein Peklin-Terror ein. Oder so. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir schlagen solche Reisen immer auf den Magen. Danke, dass du den Mut hattest, herzukommen. Ich bin voraus. Ich bin Eifer. Und ich bin Wissen. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen getroffen. Aber diese Welt wird angegriffen und wir brauchen deine Hilfe. Üble Kreaturen, die Piglins genannt werden, sind aus ihrer feurigen Heimat gekommen, um dieses friedfertige Land und all seine Bewohner zu unterwerfen. Wir brauchen deine Hilfe, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Aber keine Sorge, du wirst nicht allein sein. Blicket auf. Das wollte ich schon immer mal sagen. Wir präsentieren... Geschenke! Mit den richtigen Melodien aus dieser Laute sammeln und lagern die Helferlein Ressourcen für dich. Und bauen daraus, was du brauchst. In diesem Behälter lodern die Schöpfungsflammen. Sie rufen Freunde, die an deiner Seite kämpfen. Die Golems halfen uns, die Oberwelt zu erschaffen. Und jetzt helfen sie dir, sie zu verteidigen. Und zu guter Letzt, das ist das Mutbanner. Hisse es und diese Welt wird dir zur Hilfe eilen. Der Hunger der Piglins ist unersättlich. Sie haben bereits einen Fuß in der Oberwelt. Und wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird, verschlingen sie alles.
Wir konnten die Geschöpfe unserer Welt nicht auf diesen Tag vorbereiten. Aber wir glauben, dass du es schaffst. Deshalb haben wir uns an dich gewandt. Wenn es Hoffnung gibt, dann dich. Hallo! Wir haben nicht viel Zeit, aber vielleicht gerade genug, um dir etwas über diese Werkzeuge beizubringen. Oh Gott, das klingt nach viel Arbeit. Es ist nicht abzusehen, was du in der Oberwelt erleben wirst, jetzt, da die Piglins hier sind. Je früher du diese Werkzeuge beherrschst, desto besser. Geh zu Alpha, dann können wir anfangen. Erreiche Alpha und benutze LS. Drücke A, um zu springen. Um Sprint einzuschalten. Cool. Und jetzt an die Arbeit. Die Oberwelt ist voller Ressourcen, die du sammeln kannst, um die Piglins besser zu bekämpfen. Und hier kommen die Helferlein ins Spiel. Spiele die richtige Melodie auf deiner Laute, dann sammeln sie alles für dich. Spielen wir zunächst die Melodie, um Holz zu sammeln. Mhm. Halte LT. So, bewege dich mit der Sammelzone Ressourcen, okay. Ach, guck mal, jetzt sammeln die Holz. Oh, das ist cool. Das ist ja cool. Begib dich dorthin, wo Eifer ist und benutze deine Laute, um etwas Stein zu sammeln. Aber irgendwie bricht bei mir gerade das ganze OBS ein. Wartet mal kurz, ich muss mal schnell was prüfen. So, okay, ich glaube, jetzt hab ich's. Jetzt sollte es ein bisschen angenehmer laufen. Irgendwie ist gerade bei mir alles zusammengestürzt. Kann vielleicht daran liegen, weil ich OBS schon eine ganze Weile nicht mehr aktualisiert habe. Jetzt musste ich es mal machen und jetzt war alles weg. Einstellungstechnisch. Nein! Aber ich denke, es funktioniert. Okay. Lass uns das wiederholen. Spiele diesmal die Melodie zum Sammeln von Steinen. Okay, ich finde das ehrlich gesagt cool. Paar Lakaien losschicken und Stein sammeln lassen. Jetzt hast du die Ressourcen, die du benötigst. Das ist der erste Schritt. Ja, okay. Schritt 2 ist das Spielen der Melodie, die die Helferlein dazu inspiriert, das zu bauen, was du brauchst. Hey, baue Treppen, damit du zu mir hochkommen kannst. Wie mache ich das? Erreiche Alpha mit einer Rampe. Ah. Und, warte. Drücke links, um zur Bauschnellleiste zu navigieren. Habe ich gemacht. Okay. Halte LT gedrückt, um in die Bauansicht zu gelangen. Okay. Weißt du, die Plattform, die die Helferlein für dich bauen, kann auch als Treppe genutzt werden. Ja, ist okay. Es kommt nur auf die Perspektive an. Ja, ist okay. Danke. Drücke RT, um mit dem Bau zu beginnen. Ach, und jetzt kann ich sie... Oh, warte mal. Ah. Denke daran, dass du alle nötigen Werkzeuge hast, um aus einer Plattform eine Treppe zu bauen. Gut gemacht. Treppen cool. Werden dir da draußen viel Zeit ersparen. Du wirst Schöpfungsflammen benutzen, um deine Freunde zum Kampf zu rufen. Lapis wird diese Flammen hell erstrahlen lassen. Nimm etwas aus dieser Truhe, um eine Spawner-Melodie zu spielen. Mach ich gleich, warte. Ich gehe schnell Geheimnisse entdecken. Wieso ging das jetzt nicht? Okay. Gut. Los, Avita, renn! Lauf! So, öffne die Truhe in der Nähe von Eifer. Nun, lass uns diese Flammen anzünden. Welche Flammen? Benutz die Spawner-Melodien, um die Golems zu rufen, die du zuvor getroffen hast. Okay, drücke nach unten. Halte gedrückt. Oh,
ihr das an? Jetzt werden wir Golems gebaut. Jeder Spawner hält die Schöpfungsflammen, die deine Verbündeten rufen werden. Rufe sie. Rufe deine Verbündeten. Ja, und wie? Schön. Oh. Cool. Kämpfen die jetzt mit mir? Die Golems sind neu im Kampf, aber sie werden dir folgen. Benutze das Mutbanner, um deine Freunde zu mir zu bringen. Oh, mach ich. Warte. Ausgezeichnet. Wenn du willst, dass die Golems aufhören, dir zu folgen, benutze dein Banner erneut, um sie anzuhalten. Jetzt folgen sie mir? Gut gemacht. Leicht gedrückt halten. Du kannst das Banner auch verwenden, um deine Freunde in jede gewünschte Richtung zu schicken. Ach so. Schick sie zu Eifer. Wo ist denn Eifer? Okay. Hallo, kleine Freunde. Hallo. Wo sind die anderen? Die Vorstellung, dass Piglins in der Schicksalsquelle sind, ist schrecklich. Aber wir haben einige falsche geschaffen, damit du die Verwendung des Banners im Kampf üben kannst. Okay. Ja. Alle mir folgen, bitte. Oh. Attacke! Los! Macht sie fertig! Ich helfe euch! Ja! Geil! Und hier auch gleich. Wie die Ratten! Ich übertrage nun alles hier Gelernte in den echten Kampf. Und die Piglins werden keine Chance haben. Es ist gut, dass du bereit bist, denn ich muss bitten, loszulegen. Eines der Dörfer wurde gerade angegriffen. Oh nein. Nein, ich wollte die nicht überspringen. Ach so. Ja, ob das was wird. Nochmals vielen Dank für deinen Mut. Es ist uns eine Ehre, dich als Verbündeten zu haben. Wir begleiten dich auf jedem Schritt deines Weges. Ja. Lohnrote Türme. Türme verletzen Spieler und Kreaturen. Zerstöre sie, um etwas Luft zum Atmen zu gewinnen. Ein befestigtes Dorf ist ein glückliches Dorf. Schütze es vor den Angriffen der Packlins, indem du... Ja, toll. Hm. Hast du Schwierigkeiten, die Packlins zu bekämpfen? Kleine Basen bieten die einfachste Schlachten jeder Horde. Oh je, oh je. Boah. Ich glaube, die Ladeszenen, die muss ich dann beim Schneiden rausschneiden. Also die muss ich suchen und rausschneiden. Oh, hallo Freunde! Eure Rettung ist da! So. Willkommen in unserer Welt. Wir würden dich gerne angemessen vorstellen, aber die Bewohner eines Dorfs brauchen deine Hilfe. Bitte gehe zu ihnen. Du hast einen Kompass und eine Karte. Nutz sie, um sicherzustellen, dass du in die richtige Richtung gehst. Okay. Ich denke mal, das hier wird das Dorf sein. Na, dann gehen wir mal hin. Wie viel Stein habe ich? Wir haben dir einige Startressourcen zur Verfügung gestellt. Aber denke daran, dass die Helferlein mehr für dich sammeln können, während du unterwegs bist. Beschäftigte Helferlein sind glückliche Helferlein. Na dann. Gucke hier. Ja. Die haben gesagt, ich habe zwei. So habe ich das verstanden. Dann lasse ich sie doch mal für mich sammeln. Oh, erreiche das Dorf, das angegriffen wird. Ah, ich sehe es schon da hinten, okay. Schade, ich kann das nicht... kann das nicht kurz und klein hauen.
Gipfel. Hörtchen, sind wir hier richtig? Kommst du hier hoch? Ja, naja. So gut wie du es halt kannst, wa? Wofür ist das denn da? Ach, guck mal. Wow! Wow! Oh Gott, ich glaube, mein Pferd ist auf LSD. Guck mal, wie der springen kann. Muss ich damit jetzt über diesen Gipfel springen? Ach, ich habe schon wieder das Ziel verloren. Verdammt. Nein! Och, Gott sei Dank. Bitte beeile dich. Die Piglins sind unerbittlich. Ja, ich bin noch dabei. Ihr seid doch selber schuld, wenn ihr mir so einen Berg vor die Nase setzt. Ja? Drücke Karte. Na, mach ich mal. Na, guck, ich bin fast da. Also stress mich mal nicht, Fräulein. Ja, mein Pferd ist schließlich hier auf dem Trip. Oh, Wölfe. Ich glaube, wir müssen dann ein bisschen was bauen. Oder ein paar Golems rufen. Eins von beiden. Ach. Da war der Zauber vorbei. So. Guck ey. Das ist das Dorf. Schnell hinüber. Bin da. Bin da. Kann losgehen. Oh nein. No, nicht der Fuchs. Nicht der Fuchs. Nein, geh weg. Ja, super. Das hast du gut gemacht. So ist richtig. Diese kleinen rosa Monster müssen aufgehalten werden. Schnell, schnell! Du musst alle Piglins loswerden. Hey, geh mal weg. Die Piglins lassen Lapis fallen, mit dem du deine Spawner anfeuern kannst. Sammle den Lapis, damit dein Feuer nicht ausgeht. Mach ich. Ich. So, jetzt aber. Los, ja. Drauf auf alle. Sag mal, was macht denn ihr hier? Was sollt ihr hier angreifen? Nee, das wollte ich nicht. Wo sind denn meine ganzen Käfig öffnen? Ja, komm. Oh, cool. So, und jetzt müssen wir noch dich hier alle besiegen. Die unmittelbare Gefahr ist vorbei, aber das Dorf ist verwüstet. Die Piglins haben den Brunnen in eine Ruine verwandelt. Eine Zimmermannshütte kann nahegelegene Konstruktionen reparieren. Lass die Helferlein dir eine bauen. Eine nahegelegene. Ach, oha, oha. Okay, wo soll ich denn das Ding hinsetzen? Hier so? Ja? Nee, komm. Wir machen das. Hier. Ich finde das cool. Ich finde das echt cool.
Baue eine Zimmermannshütte in der Nähe des Brunnens, um ihn zu reparieren. Drücke, um die Bauschnellzugriffleiste auszuwählen, um ihn zu finden. Baue deine Zimmermannshütte nahe des Lichtstrahls. Hat funktioniert mit nahe des Lichtstrahls, wa? Was für eine Erleichterung. Doch. Hat funktioniert. Das Wasser fließt wieder. Die Piglins greifen ein anderes Dorf an. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Die Dorfbewohner brauchen dich. Okay, ja. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Und die Dinger hier? Rückruf. Okay. Sollte man die da lassen oder kann man die sein lassen? Aber gut, das können wir ja in der nächsten Folge. Doch, es wird eine nächste Folge geben. Es macht doch ein bisschen Spaß. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr so sein solltet, lieben gerne ein Däumchen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir das nächste Dorf retten. Bis dann. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.